Herzlich willkommen bei Mini Paradise zu unserem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Ich bin Flo. Ich bin Robert und ja, wir wünschen euch natürlich jetzt erstmal viel Spaß bei diesem wunderbaren neuen Necromunda-Video. Und den Hauptakteur in den kommenden Monaten und Wochen von dieser ganzen Necromunda-Serie, den seht ihr oben links. Und ja, wir haben intern beschlossen vor einigen Monaten, das ist schon lange her tatsächlich, ne? Glaube ich. Was schon zu Beginn, als Necromunda mehr oder weniger rauskam, ne? Da hatten wir das Thema eigentlich schon immer mal. Oh, die neue Version jedenfalls, ja. Das ist schon sehr lange her, aber das ist fest, also es weiß ich nicht, es reizt uns immer und wir haben tatsächlich ja auch schon irgendwie so ein bisschen angefangen, alle so ein bisschen angefangen, du schon richtig angefangen, also du hast ja gerade gangtechnisch auch schon richtig aufgetrumpft jetzt und ja, auf jeden Fall haben wir jetzt so eine kleine Spielerschar um uns gereiht und fangen jetzt das Thema Necromunda wirklich von vorne an. Wir wollen da neben unserem Hauptsystem aktuell da jetzt wirklich richtig mal einsteigen und ich sag mal, die Basis ist auf ganzer Front gelegt, würde ich sagen. Also sei es jetzt Gangs, Spieler an sich natürlich, die Gangverteilung, also diese ganze Variation, Auswahlmöglichkeiten, die wir jetzt haben. Ja. Und ja, natürlich auch das wunderbare Gelände, was du jetzt vorbereitet hast und was natürlich auch noch weiter wachsen wird. Und ja, was natürlich fehlt, sind jetzt ist der tatsächliche Einstieg, die tatsächlichen Spiele. Und ja, Katze, warte mal, Entschuldigung, ich habe hier gerade ein kleines flauschiges Problem bei mir. Und was jetzt tatsächlich fehlt, ist natürlich der Anfang. Und für mich, der jetzt nie so richtig tief in dem Thema drin war, hat sich eigentlich immer dargestellt, dass der Anfang mit Necromunda super schwierig ist und also vor allem auch atypisch zu all den anderen GW-Systemen, die ich bisher kenne, weil Vor allem zu es dem System, ne? Ja. absolut, ja. Und also es ist nicht so, dass man sich jetzt irgendwie eine Packung kauft und jetzt die Anleitung nimmt und da einfach jetzt mal munter drauf losbaut und dann sofort weiß, was das ist. Also es geht im Prinzip schon damit los, wenn sich drei Leute irgendwie zusammenfinden, einer hat so ein bisschen Ahnung und die anderen sollen sich einfach mal eine Gang zusammenbauen, das scheitert halt einfach schon. Also es wird im Keim erstickt, weil man gar nicht weiß, was sind das überhaupt für Waffen da drin. Man sieht das irgendwie, man kann sich das vielleicht ein bisschen ableiten, wenn man 40K ein bisschen kennt. Aber selbst da fliegt man ruckzuck irgendwie auf die Nase. Und also es ist unfassbar, unfassbar viel dunkler Raum um einen rum, wenn man mit Necromunda anfängt. Also man ist, glaube ich, wirklich gezwungen, sich die Regeln erstmal wirklich ein gutes Stück weit so durchzulesen und vor allem auch so die Quellen zu finden, wo man gewisse Informationen herbekommt. Jetzt sei es einfach nur die optische Darstellung von irgendeiner Waffe, die man hier in seinem Blister hat, ne? Und ja, um das zu vereinfachen, haben wir uns gedacht und im Speziellen natürlich der Flo, dass wir jetzt in einigen Videos und mal gucken, was dann da auch noch kommt, euch diesen Einstieg in Necromunda mal deutlich erleichtern wollen und vor allem auch mal vielleicht auch begleiten. Also wenn ihr mit Necromunda anfangen wollt, wenn euch das interessiert, wenn euch das vielleicht schon mal abgeschreckt hat, dann soll das jetzt so der Einsteigerleitfaden in den kommenden Videos werden, wo euch dieses Necromunda wirklich schmackhaft und auch näher gebracht werden kann. Und deswegen seht ihr jetzt diese wunderbare Hauptfolie mit How to Start und also die beiden wunderschönen Gesichter, die ihr links und rechts oben seht, das gehört natürlich jetzt nicht direkt dazu, aber der oben links wird euch das jetzt erklären. Und deswegen fangen wir jetzt an mit How to Start Necromunda. Genau. Es ist ja so das Thema, also für ein Nebensystem von GW, die ja meistens eigentlich in Anspruch haben, besonders einsteigerfreundlich zu sein. Sowohl was die Models, die man braucht, als auch die Regeln, die man kennt, ist halt Necromunda da so ein bisschen Exot. Ich meine, auf der einen Seite klar, rein monetär ist es schon ein bisschen einsteigerfreundlicher, weil man halt im Prinzip eine Gang braucht und das ist überschaubar von der Anzahl an Models. Aber mittlerweile gibt es 13 Bücher. Und das ist natürlich schon krass. Also hätte ich auch damals niemals gedacht. Also ich habe ja Necromunda schon immer mal geliebäugelt, schon in der Ursprungsversion von vor 20, 25 Jahren, weiß ich gar nicht. Und deshalb war ich umso begeisterter, als jetzt
2017, glaube ich, das sogenannte, deshalb auch N17, das neue Necromunda rausgekommen ist. Und ich dachte halt, okay, cool, das ist jetzt eine Neuauflage, einfach so ein bisschen, um halt so der alten Fanbase was zu geben, aber weit gefehlt. Also Games Workshop haut da regelmäßig echt viel raus. Ich meine, heute an dem Tag, wo wir das aufnehmen, kommt schon wieder ein Release. Glaube ich, um 15 Uhr, da wird wieder Skirmish und da ist wieder Necromunda dabei. Und also irgendwer im Management von GW muss extrem viel Liebe für dieses Spielsystem haben. Und ja, weil man halt relativ leicht den Überblick verlieren kann, beziehungsweise gar nicht bekommen kann, haben wir gedacht, machen wir jetzt mal dieses Video. Weil einfach die Produktpalette jetzt doch nicht so überschaubar ist, wie es einmal war. Genau. Ja, starten wir doch einfach mal mit den Basics, würde ich sagen. Und zwar, ja, was braucht man eigentlich, ne? Also damals, zu 2017, kam wie ihr seht, schöne Box Underhive raus, die eher so auf das 2D-Gelände orientiert war. Da sind schon die Grundregeln drinne und so weiter, auch in dem anschließend kommenden Regelbuch, was dann einzeln veröffentlicht wurde. Das ist auch tatsächlich immer noch ganz cool, weil du hast halt die Grundregeln, die brauchst du auf jeden Fall, um das Spiel überhaupt zu verstehen und schon die erste Dominion-Kampagne, also erste Kampagne Herrschaft, wo man im Prinzip Gebiete übernehmen und kontrollieren kann. Weil man muss natürlich ganz klar sagen, Necromunda macht auf jeden Fall als Scharmützelspiel Spaß, aber es ist schon kampagnenbasiert. Ne? Es geht schon darum, seine Gang aufzubauen, seine Gang zu entwickeln und in der Kampagne ja, quasi mitzuleiden. Das ist halt eigentlich die Grundlage. Ja, dann kam als nächstes Bo die Box Dark Uprising raus. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das war noch, ich glaube, das war tatsächlich mit die teuerste Box, die GW je rausgebracht hat, oder? Kann das sein? Glaube ich, über 200 € damals gekostet, ne? Ja. Aber Oder man muss echt 180, sagen, keine Ahnung. es ist auch gleichzeitig die vollste Box, die GW je rausgebracht hat. Ne? Da ist abartig viel Gelände drin, da sind zwei Gangs drin. Bei der ersten Gang, bei der Underhive-Box war es halt. Ja, so ein Pub-Spielplan und eine Goliath-Gang und eine Asher-Gang. Hierbei sind tatsächlich Enforcer als Gang und die Fleischjungs. Und halt echt schon das erste Mal richtig cool viel 3D-Gelände. Ne? Also die Box lohnt sich, wenn ihr irgendwie drankommt und Bock auf Necromunda habt, solltet ihr auf jeden Fall die Box euch noch sichern. Ja, und das jetzt aktuelle Produkt ist halt die Hive War Box. So ein bisschen mit dem Gelände aus der Dark Uprising Box mit dem Grundregelwerk. Ich weiß nur nicht, ob da auch schon die erste Kampagne drin ist oder ob das tatsächlich nur die Regeln sind. Und na, die Luck und Escher Gang wiederum. Hierbei habt ihr aber auch die ganzen relevanten Würfel, Schablonen, ja, Marker, weil das ist tatsächlich auch so ein Teil. Wie habt ihr Zustandsmarker, Taktikkarten und so weiter. Und das ist eigentlich, also wenn ihr nach heutigem Stand anfangen wollt und habt noch nichts von dem Zeug, dann ist diese Box auf jeden Fall das Mittel der Wahl. Ich würde nicht mehr in die Underhive-Box gehen. Dark Uprising auf jeden Fall, wenn man sie noch bekommt. Und Hive War ist halt jetzt die aktuell draußen ist. Wie sieht das jetzt aus? Weil du hast ja jetzt anfangs gesagt, wir haben die Underhive-Box und das dazugehörige Necromunda-Regelbuch. Ist das jetzt nach wie vor komplett aktuell oder also wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, so, ey, ich habe jetzt überhaupt noch keine Ahnung, was für Gangs ich haben will, die Gangs, die jetzt bei Hive War drin sind oder so, die gefallen mir nicht und die bei Dark Uprising vielleicht jetzt auch nicht so richtig, ich will jetzt Vanzar anfangen. Lohnt sich das oder ist es nach wie vor komplett aktuell, wenn man sagt, man holt sich das alte Necromunda Rulebook, was ja Stand Underhive hat? Oder ist auch alles dann theoretisch in dem Rulebook gleich drin, wenn man sagt, okay, cool, da ist jetzt eine Deluxe-Gang drin, wie auch immer, ich hole mir jetzt gleich Hive War. Ja, also ich sag mal so, dass das Regelbuch einzeln ist relativ teuer. Das ist halt, wie gesagt, auch nicht so günstig. Und es gab natürlich auch Erratas. Die sind überschaubar bei Necromunda tatsächlich. Das geht. Und wie gesagt, man verzichtet halt, glaube ich, auf die erste Kampagne. Aber es kann auch sogar sein, dass das Hive War die Kampagne enthält. Darüber hinaus ist natürlich das Regelbuch, das ursprüngliche, was es jetzt auch noch auf dem Markt gibt. Auch glaube ich, das eins, es ist noch die Auflage in Deutsch, gibt es davon noch.
Das High-4 ist halt, also man muss dazu sagen, es gab zwei Bücher, die auf Deutsch veröffentlicht wurden, das Regelbuch und Gangs of the Underhive. Danach ist alles auf Englisch. Das heißt, man sollte schon das Englischen einigermaßen mächtig sein, um vielleicht die Erweiterungen auch zu spielen. Aber man ist schon mit dieser Box ganz gut beraten, weil man eben sowohl die Grundregeln hat auch und auch alle Marker, Schablonen und so weiter. Und im Zweifel könnte man halt die Gangs irgendwie verwenden oder auch verkaufen. Und ich glaube, dann bist du rein preistechnisch stehst du dich nicht schlechter, als wenn du das alte Regelbuch nimmst. Das heißt, okay, also wenn du das neue High-4-Regelbuch hast, dann brauchst du das alte nicht zwingend. Da hast du dann halt, bist du auf jeden Fall auf dem aktuellen Stand. Das ist schon mal cool. Genau, die ganzen Grundregeln sind auf jeden Fall alle in High-4 enthalten, ja. Ja, Und in perfekt. Dark Uprising übrigens auch. Also egal mit welcher Box, das ist im Prinzip egal, dann würde man das Regelbuch damit ersetzen können, ja. Ja, das ist super. Und ich sag mal, ich kenne es ja, also wir haben glaube ich, also ich habe mir nahezu alle Boxen außer das Dark Uprising tatsächlich auch geholt. Und selbst bei dem Underhive ist schon so viel drin. Und jetzt gerade bei dem Hive War, gut, ich habe die jetzt immer noch nicht aufgemacht, aber man ist das halt so von den Necromunda-Boxen gewohnt, dass, also das steckt schon übertrieben voll mit Plastik. Ne? Das ist schon echt krass, was man da kriegt. Wirklich. Ja. Und auch natürlich echt eine Ersparnis im Gegensatz zu den Sachen, wenn man sie einzeln dann kauft. Ich meine, du meinst jetzt nicht High-4, du meinst Ash Wastes. Und bei Ash Wastes ist es ja genauso. Wenn man sich mal anguckt, diese Einzelgebäude, die liegen, glaube ich, bei 80 €. Und ich meine, davon hast du ja schon ein paar in der Box drin. Also es macht auf jeden Fall Sinn, da den Einstieg zu finden. Zur Ash Wastes Box kommen wir dann später übrigens auch noch. Aber wie gesagt, für die grundlegenden Basics an Regeln würde ich empfehlen, entweder das Regelbuch, wenn zum Beispiel schon mal jemand die High-4-Box hat von euch, dann, und man will nur die isolierten Regeln haben, dann nimmt man sich das Regelbuch. Ansonsten würde man aktuell zur High-4-Box greifen oder eben zur Dark Uprising, wenn man die noch irgendwie in die Finger bekommt. Das sind die zwei Picks. Also ja, kann man schon so zusammenfassen. Da enthältst du halt alle Grundregeln über die einzelnen Phasen, die Nahkampfphase, Schussphase, Bewegung. Ja, beziehungsweise so ist es ja nicht. Also du hast, bei Necromunda ist es ja eigentlich so ein abwechselndes System, wo du halt Aktionen durchführst und diese ganzen Grundregeln, wie das alles abläuft, wie das alles funktioniert, die erhältst du in dem Regelbuch und auch die erste Kampagne. Die ist gleich mit da. Jetzt mal so zum grundsätzlichen Spielablauf. Also ich sag mal, wir alle kennen natürlich Tabletop, wir alle kennen Warhammer 40k, der eine oder andere kennt vielleicht Kill Team und wie auch immer. Wie würdest du jetzt Necromunda da ansiedeln? Du hast vorhin schon mal angesprochen, das ist natürlich eher kampagnenbasierend, aber wie, also für wen ist das, kann das genau das System sein, was er immer sucht? Also auf jeden Fall für jemanden, der Bock hat, sehr individuelle Gangs zusammenzustellen, der Lust hat, daran, in einem Kampagnensystem seine Gangs auch zu entwickeln, die Einzelcharaktere hervorzuheben, die zu entwickeln, für den ist das auf jeden Fall das Spiel. Nicht das Spiel ist es für jemanden, der Bock hat, große Feldschlachten zu spielen. Das ist natürlich der falsche Weg, ne? Und jemand, der keinen Bock hat und von der Regeltiefe. Also Necromunda ist tatsächlich, was die Regeltiefe angeht, noch deutlich komplexer, als es zum Beispiel ein 40k ist. Vor allem, wenn man noch die Ergänzungen dazu nimmt. Ich meine, das Grundregelwerk ist relativ überschaubar, aber und man kann im Prinzip diese erweiterten Regeln kann man immer dazu stückeln, wie man Bock hat. Aber wenn man das komplette System, sage ich mal, in aller Fülle nutzt und nutzen will, dann ist es schon sehr, sehr komplex. Also man muss schon ein bisschen Bock haben, sich in diese Regeln reinzufuchsen. Und wie gesagt, Gangentwicklung und so weiter und individuelle Entwicklung, das ist halt eher das Ding. Es hat schon so ein bisschen, ja, so leicht Rollenspielcharakter, ne? Ist ja auch von den Aktivierungen ist es ja auch sehr, also ist Genau. immer Aktion, Reaktion, man aktiviert jetzt nicht die Das. komplette Gang und so, ne? Das ist Ja. schon. Das zum Beispiel finde ich auch, ist eigentlich ein ziemlich geiler Pluspunkt für eine Kommune. Es ist halt nicht so, dass du die Hälfte des Spiels wirklich als Zuschauer agierst, wie es jetzt bei anderen großen Tabletops ist. Weißt du, einer macht seinen Zug. Der ist, wie du schon eben gesagt hast, auf Aktion und Reaktion, weil du aktivierst abwechselnd. Ne? Einer hat die Priorität, der aktiviert dann einen Gänger, dann ist der nächste dran. Also es sind tatsächlich so eher wie so ein bisschen beim Schach.
Einer macht einen Zug, der nächste macht einen Zug, du machst wieder einen Zug, sodass du auch individuell dich anpassen kannst und du kannst nicht so einen ganzen Spielzug, sage ich mal, vorausplanen, sondern du musst eigentlich immer auf den vorherigen Zug des Gegners warten. Und das ist natürlich extrem geil für den Spielfluss. Ja, Weil du bist eigentlich dauernd, hast du was zu tun. es sei denn, man spielt mit Bega das erste Spiel. Ja, gut, das, ja. Mal sehen, wie es jetzt wird. Nein, das war nur ein Spaß. Ja, können wir ja nachher noch mal ganz kurz drauf zurückkommen. Ja, also Genau. auf jeden Fall, ich meine, ich habe ja auch dieses eine Spielchen nur gemacht, das du geführt von dir damals, da waren wir ja noch sehr jungfräulich, was das System anging und so. Und das war schon sehr, 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 sehr cool. Und auch so die Tiefe des Spiels wurde einem so ein bisschen bewusst. Und was finde ich auch noch so echt ein super krasser Motivationspunkt sein kann, wenn man so ein bisschen Bock hat an so Basteleien und an so extrem detailverliebten Geländebasteleien, so mit auch so gerade in diesem Underhive Story Mode, den man dann hat, wenn man vielleicht so den einen oder anderen Roman kennt und oder sich dafür interessiert oder den gelesen hat. Also man kann sich ja so krass austoben, also diese Vielfalt des Geländes und vor allem auch die Interaktion mit dem Gelände oder ne, also das Gelände ist nicht einfach nur Gelände, also es kann, wenn da irgendeine Plasmaleitung ist oder irgendeine Konsole oder was weiß ich, man kann das ja regeltechnisch komplett in das eigene Spiel mit einbeziehen, ne? Das fand ich auch, wie du das dann immer mal angeschnitten hast, ultra geil. Genau, das ist halt auch nochmal so ein Punkt, ne? Also es ist auch noch extrem geil für Leute, die sich für Modellbau begeistern können. Und rein fluff oder lore-technisch ist es halt auch total geil. Man kann im Prinzip seiner Fantasie da auch völlig freien Lauf lassen, je nachdem, auf welches Science-Fiction-Szenario man Bock hat. Also da geht alles, ne? Da geht Fallout, da geht Star Wars, da kannst du alles einbinden, weil allein vom Fluff ist es ja so, dass die Welt Necromunda oder diese Underhives sind ja so aufgebaut, dass im Prinzip die Bauweise sich in den verschiedenen Epochen einfach widerspiegelt. Ne? Und man baut ja, also es ist ja quasi eine ursprüngliche Stadt gewesen und dann ist da irgendwie die Ruinen von dieser Stadt und da wird einfach immer nur drauf gebaut. Und so entstehen diese Termitenhügel und so passt es auch zusammen, dass man könnte jetzt machen, man macht unheimlich mechanische Sachen, dann irgendwelches ja, Neo-Futurismus oder was weiß ich was, alles, ne, so ein bisschen in die Richtung Cyberpunk. Man kann da seiner Fantasie völlig freien Lauf lassen, was das Gelände angeht und die Szenarien. Und das ist halt auch ein sehr geiler Aspekt an dem Spiel. Ne? Also ist da eigentlich alles vorstellbar. Ja. Genau. Ja, gehen wir mal weiter. Genau. Zum nächsten Teil. Also es ist halt so, wenn man natürlich jetzt die Grundregeln beherrscht, das heißt, man versteht, wie die ganzen Phasen ablaufen und so weiter, ist natürlich das nächste Thema die Gang-Erstellung. Da gab es damals zeitgleich mit dem Regelbuch ist rausgekommen, dass das Gangs of the Underhive wird auch immer noch verkauft. Das sind die Spaß-Gangs, die schon immer bei Necromunda so gab, also Vansar, Kador, Dilak, Goliath, Escher und Orlok. Und da hat man im Prinzip in diesem Buch die Grundgangs gehabt, sowie den Trading Post. Da kann ich gleich zu sagen, dieses Buch kauft euch nicht. Okay. Ne? Kannst gerne klicken. Genau. Ja, weil es ist halt so, mit den einzelnen Ganghäusern braucht ihr das einfach nicht mehr. Ne? Das ist die Regeln aus diesem Buch, was die Gangs angeht, sind in den eigenen Hausbüchern jetzt überholt. Und dadurch sind die nicht mehr aktuell. Genauso wie der Trading Post, den hat GW freundlicherweise mal auf der Homepage, also zum Download, komplett veröffentlicht. Also, das sind halt die ganzen Waffen, Ausrüstungsgegenstände, die es so am Anfang in der Spielwelt gibt. Das heißt, das Buch ist mittlerweile völlig obsolet. Ich habe es hier immer noch rumliegen, aber es ist, ja, um den Trading Post dann nachzuschlagen, aber es ist halt mittlerweile völlig überflüssig, ne? Ist nicht mehr zu gebrauchen. Gut. Was dagegen sehr wohl zu gebrauchen sind, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Also, ihr müsst euch natürlich für irgendeine Gang entscheiden. Und da wollte ich euch jetzt auch nochmal einen kurzen Abriss darüber geben, in welchem Buch sich welche Gang befindet. Ihr habt hier im ersten Buch House of Chains. Da habt ihr die Goliath Gang. Dann zusätzlich, das muss man auch dazu sagen, ist das das einzige Gangbuch, was auch noch eine zweite Gang enthält, und zwar die
die Orchin Slaves. Ne, also eine Orchin Slave Gang baut die auch aus House of Chains. House of Iron, wie gesagt, Orlok, dann habt ihr für Kador, Escher, Vansar und die Luck jeweilige Bücher, wo die Gangs nochmal deutlich ausdifferenzierter sind. Ne? In dem Gangs of the Underhive war das im Prinzip alles so dieses gleiche Grundsetting, aber mit wenig Spezifika, und das haben die Hausbücher im Prinzip erweitert jetzt. Außerdem findet ihr noch in den Hausbüchern findet ihr im Prinzip starke Allianzen und verschiedene Söldner, die nur für dieses Haus zur Verfügung stehen. Ja, des Weiteren, nächste Gangs sind im Prinzip Burg of Peril zu finden, sind die Venatoren. Was sind Venatoren? Venatoren sind im Prinzip vom Hintergrund sind das so eine Art Kopfjäger, die aus der Oberschicht der Makropolen kommen, also aus den Herrschaftshäusern, und die quasi sich so ihre Sporen verdienen wollen, um dann irgendwelche Ämter zu machen, und die gehen auf Menschenjagd. Besonders geil aber an den Venatoren-Gangs ist, die sind komplett individualisierbar. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, sich egal was man spielen will, im Prinzip, das kann tatsächlich irgendeine Gruppe aus Veteranen der Imperialen Armee, die irgendwie desertiert sind und da auf Necromunda aus irgendeinem Grund aufgeschlagen sind, kann man damit darstellen. Oder auch ein Inquisitor mit seinem Gefolge, jemanden aus dem Cult Mechanicus mit Gefolge. Das geht alles mit den Venatoren-Gangs umzusetzen, weil die in ihren Profilwerten so ein bisschen freier sind, und auch von der Ausrüstung, die sie bekommen dürfen, sind die freier. Und also eigentlich ist das eine Gang, um im Prinzip alles darstellen zu können. Dann kam das Book of Judgment. Das Book of Judgment enthält die Enforcers als Gang. Also quasi die Polizei von Necromunda ist nicht gleichzusetzen mit den Abitatoren, die es früher mal bei Necromunda gab. Es sind eigentlich so eine persönliche Leibgarde von Lord Helmwar, ne? Also dem Gouverneur von Necromunda. Als nächstes The Book of Rune. Da sind die Corpse Grinder drinne. Also die Nahkampfgang schlechthin. Und dazu auch noch Chaos-Kultisten und Genestealer Cult. Dann habt ihr das Book of Outcast. In dem sind ist der Hive-Scum enthalten. Also im Prinzip, wenn ihr Bock habt, eine Unterwelt-Gang zu machen, die zum Beispiel aus einfachen Necromunda-Bürgern besteht. Also eigentlich diesem typischen Hive-Scum. Es gibt ja so mehrere Arten von Söldnern, und so Hive-Scum sind ja eigentlich Zivilisten, die angeheuert werden, und bei denen könnte man daraus eine Gang bauen. Zum Beispiel auch irgendwelche kriminellen Bosse, die dann irgendwelches Gesindel um sich scharen. Und was halt auch sehr geil ist an diesem Buch, es gibt ja, kommen wir gleich noch drauf, gibt es ja Allianzen, also zum Beispiel die Wassergilde und so weiter. Und die sind aber mitunter teilweise sehr teuer. Zum Beispiel kosten irgendwie eine Slaver-Entourage, die man bei Goliath besonders gut spielen kann, kosten, glaube ich, 700 Credits. Kriegt man wahrscheinlich in einer normalen Kampagne kaum unter. Aber hier wird einem auch die Möglichkeit gegeben, genau diese Allianzen beziehungsweise diese Gilden, die man dann spielt, die kann man dann im Prinzip um Hive-Scum ergänzen und hat somit auch eine 1000-Credit-starke Gang. Also das ist auch nochmal eine Möglichkeit. Ja, und dann kam noch ganz zuletzt das Book of the Outlands. Und hier hat man dann im Prinzip die Ashways Nomads, die Ironhead Squad Protectors, also Zwerge, nochmal als zusätzliche Gangs. Und die sind natürlich auch nicht nur für Ashways einsetzbar, sondern ganz normal für das klassische Necromunda-Grundsystem. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig jetzt wegen dieser neuen Box dann, ne? Oder Ashwastes Box, Genau, dass man die genau. auch normal überall einsetzen kann. Aber also du hast ja eben schon mal gesagt, also so ein normales Spiel findet eigentlich immer so mit 1000 Credits statt. Das ist so Also, wie Punkte, ne? Bei 40k quasi. ja. Also ich sag mal, bei 1000 Credits, das ist so der Start einer Kampagne auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt Scharmützel spielt, dann könnt ihr natürlich das völlig eurer Fantasie oder den Vorgaben machen. Da könnt ihr auch sagen: Mensch, wir wollen jetzt nur, wir haben Bock irgendwie auf ein kurzes Spiel, 500 Credits oder eben 2000 Credits, wo man auch dann so ein paar Upgrades noch reinmacht, inklusive Fertigkeit und so weiter. Das ist natürlich dann völlig offen, aber in der Kampagne, die geht klassisch bei 1000 Credits los. Ja.
Ja, und das somit mit einem dieser Bücher, das ist halt im Prinzip die Aufzählung gewesen, welche Gang befindet sich jetzt in welchem Buch. Da machen wir aber auch nochmal ein Einzelvideo, was sind jetzt die Stärken, Schwächen der einzelnen Gangs und wie ist es sinnvoll, sich vielleicht eine Gang aufzubauen, gerade wenn man jetzt so eine Box, wie du schon gesagt hast, vor sich hat, die aufpackt und hat eigentlich ist völlig überfordert von den einzelnen Bits. Ja, also gibt es im Prinzip diese verschiedenen Möglichkeiten zu starten. Ich kaufe mir jetzt einfach eine Box, hole mir entsprechend das Regelbuch ist natürlich mit drin, hole mir dann entsprechend, wenn mir die Gangs zusagen, die einzelnen Gangbücher oder wenn ich überhaupt keinen Plan habe, dann besorge ich mir halt das Regelbuch und dann vielleicht noch das einzelne Gangbuch von der Gang, die mich vielleicht interessiert und dann kann man sich eigentlich erstmal schlau machen, ne? Also wenn man jetzt, sage ich mal, wirklich locker, ganz, ganz locker starten will, ne? Ja, genau. Und so wäre eigentlich der optimale Starten. Also man könnte natürlich wirklich von Grund auf gehen, Regeln mit der Grundbox spielt dann einfach die beiden Gangs, die drin sind. Und wenn man dann sagt, okay, das Spiel ist was für mich, dann gehe ich auf die Gang, wo ich irgendwie Bock habe, hole mir das Buch dazu und baue meine Gang im Prinzip danach auf. Und dann hat man halt seine Gang im Prinzip in dem Grundregelwerk ja spielbar. Aber würdest du es jetzt empfehlen, zu sagen, komm, kompletter Neueinsteiger, jetzt noch nie mit Necromunda zu tun gehabt, Book of Peril oder Book of Outcast, beziehungsweise auch, also gerade die beiden sehe ich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt als die einsteigerfreundlichsten, ne? Nein, also wirklich ein richtiger blutiger Anfänger und Einsteiger in Necromunda sollte sich halt wirklich vielleicht das Grundbuch beziehungsweise das Regelbuch beziehungsweise die Grundbox holen. Die neue macht dann vielleicht seine erste, zweiten Spiele mit den Gangs, die drinne sind und informiert sich dann im Prinzip über die Gang oder sagt, okay, das ist die Gang für mich und dann im Anschluss holt man sich halt das entsprechende Buch, ja. Ja, weil gerade, ich meine, du hast das angesprochen, man ist gerade bei Book of Peril mit den Typen, es sind da fast keine Grenzen gesetzt, ne? Hatte da jetzt auch mal so ein bisschen was gelesen und das ist, also, ne, das ist wie wenn du versuchst, einem Menschen die Unendlichkeit zu erklären. Das ist halt in dem Moment, wenn du immer irgendwo begrenzt bist oder immer so deine linke und rechte Grenze hast, die wir ja von AOS und 40K immer haben irgendwo, ist das dann natürlich irgendwo ein Schritt, der ungewohnt ist bei so Spielsystemen Das von stimmt. GW, ne? Ja, nein. Also Venatoren sind jetzt, muss man dazu sagen, nicht unbedingt die einsteigerfreundlichste Armee oder Gang. Das stimmt schon, weil die sind wirklich, da sollte man sich schon ein bisschen mit dem Spiel auskennen und vielleicht auch wissen, wo findet man die ganzen Regeln für Trading Posts und so weiter, um überhaupt die wirklich sinnvoll einsetzen zu können. Ich glaube, die einsteigerfreundlichste Gang überhaupt sind die Enforcer. Das ist so die Gang, die ist sehr strikt auf ihren, die haben auch keinen richtigen Zugriff auf den Handelsposten, also auf den Trading Post. Die haben im Prinzip ihre Ausrüstungsliste, die bekommen den neuen Rekruten automatisch, wenn einer stirbt. Die sind so das einsteigerfreundlichste Paket, sage ich mal. Und tatsächlich auch eine gute Gang. Spielst du, ne? Wenn man, habe ich auch, ja. Wenn man da von Gang sprechen kann. Ne? Aber die sind auf jeden Fall für Einsteiger super geeignet. Die Polizisten. Genau. Ja, cool. Eine Menge Holz, ne? Ja, und wenn man dann, sage ich mal, seine Gang und hat vielleicht seine ersten Spiele gemacht, dann kann man weitergehen auf die einzelnen Expansions. Ne? Wir haben ja, wie gesagt, knapp 13 Bücher. Da gibt es zum Beispiel das erste, was rauskam nach diesen Büchern, war The Book of Peril. Hier habt ihr drinne. Also man muss dazu sagen, in allen Büchern sind immer mal verteilt irgendwelche Söldner, irgendwelche Hangarounds. Ist auch ein ganz wichtiger Unterschied, aber gehe ich auch nochmal in dem Gang-Video drauf ein, was ist eigentlich Söldner, was sind Hangarounds und so weiter. Im Book of Peril findet ihr Allianzen, also sprich, das sind legale Allianzen, wie zum Beispiel die Wassergilde, die Slaver, also so Pit Slaves, Trainer, dann von mir aus die Waffengilde und so weiter, die dann wiederum mit euren Gangs verbündbar sind. Dazu kann man auch noch sagen, dass die einzelnen Gangs haben auch einzelne Vorteile. Ne, also zum Beispiel, wenn ich mit Goliath die Slaver Entourage spiele, dann bekomme ich mehr Vorteile, als wenn ich das jetzt mit Escher machen würde. Aber verbündbar sind sie trotzdem. Dann haben wir den Bad Zones Trading Post da drin. Das ist so ein bisschen
Ja, so ein paar Ausrüstungsgegenstände, die sich so ein bisschen auf das Buch beziehen, wie zum Beispiel irgendwelche Munition, die gegen Pflanzen hilft und so weiter. Dann gibt es das erste Mal was sehr cooles Spielfeldgegebenheiten. Also wie zum Beispiel jetzt ist ein krasser Stromausfall oder es gibt irgendwelche anderen Sachen in dem Underhive, ne, die im Prinzip das Spielfeld irgendwie beeinflussen. Ne? Also so eigentlich so Umweltbedingungen kann man damit abbilden. Dann die angesprochen, von Robert schon mal angesprochenen Terrain-Rules sind dabei. Also wie zum Beispiel, wie verhält sich das Schießen auf eine Plasmaleitung? Was passiert, wenn ich, keine Ahnung, so ein Meat Grinder da als Untergrund habe und sowas. Ne? Und damit kann man das Spiel, sage ich mal, nochmal stark individualisieren. Schon geil. Und noch ein paar neue Szenarien, die sich auf dieses, ja, auf diese Bad Zones beziehen. Genau. Das ist so der Inhalt von Book of Peril. Also, wie gesagt, das erste große Buch, was man sich zulegen soll, wird, wenn man sagt, okay, das Grundsystem habe ich jetzt verstanden. Die ersten Spiele sind cool. Ich will mich jetzt halt von meiner Umgebung noch ein bisschen beeinflussen lassen. Das nächste Buch, was wir auf der Liste haben, ist das Book of Judgment. Werden die kriminellen Allianzen eingeführt. Also es ist halt auch die Möglichkeit, man hat dann später die Möglichkeit in den Kampagnen, also das ist dann die neue Kampagne, die da beschrieben wird, weil die erste Kampagne, die Dominion, die ist so ein bisschen, die ist cool, aber die ist so ein bisschen eintönig. Da geht es halt darum, du bist als Gang unterwegs und ja, eroberst im Prinzip neue Terrains. Und die musst du halten. Und darum geht es eigentlich in der ersten Kampagne. Die zweite füllt dem so ein bisschen oder füllt das ein bisschen mit Leben. Weil hier geht es so ein bisschen der Weg der Gang selber, so ob sie eher gesetzestreu ist oder eher gesetzeswidrig handelt. Und dementsprechend wurden auch kriminelle Allianzen eingeführt. Also irgendwelche anderen Gilden, die dann eher so aus dem Outlaw-Bereich kommen, die man dann wieder als Verbündete aufnehmen kann. Der Schwarzmarkt ist hier drinne. Sehr geil, finde ich. Also das, Das was ist ich auch bis richtig jetzt cool. gelesen habe. Ja, da gibt es halt dann sehr, also verbotene Gegenstände, ne? Also im Imperium verbotene Gegenstände, da ist halt viel Xenos-Technologie dabei, aber auch teilweise dämonenbesessene Artefakte und so weiter. Ja, und wie gesagt, die Order in Misrule-Kampagne, die halt noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Zum reinen Nekromunda. Also, genau. Und natürlich die Enforcer Gang. Klar, hatten wir ja schon vorhin erwähnt. Ja, das also füllt auch wieder das Leben in Nekromunda weiter. So, dann kam das Book of Rune. Ich glaube, das kam ziemlich zeitgleich mit dem Book of Law, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Oder Book of Judgment. Ja, in dem Da ist ja enthalten eine Sache dabei jetzt, die Cops. ja, das natürlich auch, mit denen bin ich ja eh gebrandmarkt, aber den zweiten Punkt, wo du dann gleich nochmal drauf eingehen wirst, das ist so, finde ich, mal so in die Tiefe blickend, jetzt glaube ich, ultra geil nochmal, ne? Ja. Also ganz neue Möglichkeiten. Genau, also neben den neuen Szenarien, die sich sehr stark auf Chaos und den Einfluss von Chaos, ich glaube, in dem Book of Rune kann man auch sogar seine Gang, wenn du jetzt eine klassische Hausgang spielst, wie zum Beispiel Goliath oder Escher oder und so weiter, kannst du die trotzdem in Richtung Chaos bringen, indem die dann irgendwie Kornanhänger werden oder was weiß ich was, oder sogar irgendwie ja, Einfluss vom Gene-Stealer-Kult, dass die im Prinzip infiziert werden. Das geht auch mit dem Buch. Dann neue Szenarien, die sich, wie gesagt, vorwiegend auf Chaos und Gene-Stealer-Kults konzentrieren. Und sehr geile Mechaniken, die Mehrspieler-Szenarien werden eingeführt, die auch mit ihrem Schwerpunkt Chaos behandeln, aber die man auch relativ leicht ganz normal in Necromunda in die klassische Welt überführen kann. Also einfach die Regeln, wie du mit drei oder mehr Spielern auf einem Spielfeld agierst. Ja, ist halt auch vor allem total cool für ein Kampagnen-Event, um im Prinzip so eine Kampagne einzuführen. Oder auch es gibt ja so ein, bei der Dominion-Kampagne geht es ja darum, du machst so ein paar Wochen diese normalen Spiele und dann gibt es so eine Zwischenphase, wo im Prinzip eigentlich so eine Pause besteht zu dem Erobern. Und dann gibt es aber die Möglichkeit, da einfach nochmal
spezielle Szenarien einzubauen. Und da bietet sich natürlich so ein Mehrspieler-Szenario an. Oder im Prinzip, um einfach so eine Kampagne vielleicht abzuschließen, hat man auch die Möglichkeit, einfach dann mit allen Teilnehmern auf einem Schlachtfeld nochmal so ein Deathmatch zu spielen oder sowas. Ja, das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Auch gerade das, was du eben gesagt hast, das ist mir irgendwie noch gar nicht so in den Sinn gekommen, dass man damit unsere Kampagne, die wir dann ja auch anfangen, dass man damit startet im Prinzip, ne? Das ist eigentlich auch eine sehr, sehr coole Möglichkeit, ne? Ja, auf jeden Fall. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch eine super Möglichkeit, wenn man jetzt neue Spieler hat und man hat einen neuen Spielerkreis, einfach um so ein kleines Einführungsspiel zu machen, eignet sich natürlich so ein Mehrspieler-Szenario, um im Prinzip alle mitzunehmen, schon ganz cool eigentlich. Glaube ich. Genau. Ja. Dann kam ein Buch, das hat mich sehr gefreut, das Book of the Outcast. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich habe ja auch seinerzeit auch sehr gerne Inquisitor gespielt. Ist so ein bisschen daran gescheitert, dass einmal der Maßstab der Modelle zu groß ist. Die haben ja diesen 54 mm Maßstab und das war halt vom Gelände einfach schlecht umsetzbar. Und Nekromunda hat da was gemacht, was halt dem völlig entgegenkommt. Es gibt natürlich auch eine neue Kampagne, das ist diese Outcast-Kampagne. Und dann haben sie eingeführt Psi-Disziplin, weil bei den Necromunda, bei den Regeln, wird Psi schon mal erwähnt. Psi-Kräfte sind so ein bisschen angeschnitten. Es gibt ein paar Söldner, die haben eine einzelne Psi-Kraft, aber du hast eigentlich kein Verständnis dafür, ja, was soll ich denn damit eigentlich machen und kann ich das jetzt aufbauen? Und dieses Buch ermöglicht dir das. Es gibt dann halt die ganzen Psi-Disziplinen, Telekinese, Telepathie, Biomantie, Pyromantie. Und du hast durch dieses Buch die Möglichkeit, auch deine Gang mit Psi-Kräften auszustatten oder eben einen Söldner aufzunehmen. Und der hat dann die Wahl, aus dieser Psi-Disziplin sich mit Psi-Kräften zu versorgen. Und da haben sie tatsächlich als Vorlage so ziemlich das Inquisitor-Regelbuch von damals übernommen. Cool. Mega cool. Also Psi in Necromunda ist so eine Sache. Ob es wirklich sinnvoll ist, ist eine Sache, aber ja, es erweitert auf jeden Fall die Möglichkeiten und macht einfach Spaß einzusetzen. Ne? Ja, darüber hinaus neue Ausrüstung gibt es in dem Buch auch wieder und wieder neue Terrain-Rules zur Ergänzung des Book of Peril. Hier wird, glaube ich, zum Beispiel der Trading Post erwähnt. Ne? Wenn du einen Marktplatz in Necromunda hast, dann können deine Gangs den durchsuchen und auf Zufallsbasis bekommen sie halt irgendwie dadurch mehr Credits oder irgendwelche Gegenstände können sie finden. Also das Buch ist auch nochmal eine ziemlich coole Erweiterung. Ja, Ziemlich, genau. ziemlich cool. Und da bevor wir jetzt zum nächsten großen Ding gehen bei den Expansions, also man wird einem schon mal wirklich bewusst, was da eigentlich für eine Tiefe drin ist, ne? Also man kann das ja alles mal so irgendwie erklären, aber gerade dann diesem Thema bei diesem Schwarzmarkt oder generell irgendwie diesen Märkten und man durchsucht das dann und so. Also wenn man sich dann vorstellt, wie man das eigene Gelände dann anpassen kann und basteln kann, einfach um auch das Spiel dann so entsprechend darzustellen. Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Also klar lässt Ja. sich easy mit 2D-Sachen irgendwie zocken, aber also die Möglichkeiten da irgendwo in die Tiefe zu gehen, sind vollkommen krank bei Necromunda. Und Ja, das du kann. kannst alles machen. Du kannst Zivilisten einbauen, ne, die dann irgendwo rumstehen und die halt auch keinen Bock haben, wenn da auf einmal geschossen wird und so weiter. Da sind auch alle Regeln irgendwie vorhanden für Makropol, Bürger und so. Du hast halt Spielleiter, ne? Wenn du ein Spielleiter da bist, du hast unfassbar Möglichkeiten. Du kannst da irgendwelche marodierenden Cyborgs einbauen. Du kannst alles eigentlich mit dem Spiel machen. Und daher kommt auch dieser Rollenspielcharakter, ne? Du kannst Selbstschussanlagen aufbauen. Das ist echt mega cool von den Möglichkeiten, die du da einfach hast. Also hat man theoretisch sogar die Möglichkeit, man baut sich irgend so eine Knight-Werkstatt da unten hin, wo irgend so ein vollkommen alter, abgeranzter Knight steht. Und wenn man an irgendeiner komischen Konsole daneben steht, gibt es die Möglichkeit, dann mit dieser Konsole vielleicht diesen Knight mal kurz zu aktivieren, dass er mit irgendeiner Melta-Lanze dann mal da rumballert oder so, ne? Zum Beispiel gibt ja auch die Sache, dass du dann irgendwie Bedienfelder hast, die dann zum Beispiel irgendeinen Kran aktivieren, der dann
seinen Greifarm runterfahren lässt. Das gibt's alles. Ne? Du hast alle Möglichkeiten dafür. Genau, ach, da kann man natürlich noch eine Sache ergänzen. Für wen ist das Spiel eher nichts? Eher nichts ist das Spiel für Leute, die irgendwie den kompetitiven Weg mögen. Es ist halt schon eher so narrativ. Ne? Also ich kann mir auch eigentlich nicht so richtig vorstellen, wie Kampagnen bei Necromunda, also Turniere bei Necromunda ablaufen könnten. Beziehungsweise könnten schon, aber das würde, glaube ich, keinen Spaß machen. Ne? Und also der narrative Gedanke steht bei Necromunda definitiv im Vordergrund. Ja. Mal gucken, wie wir da vielleicht in einem Jahr drüber reden oder so, ne? Also, wenn man jetzt mal 100 Spiele gemacht hat oder was weiß ich, ne? Also, aber das, ich Ja, ja aber. klar, es ergibt schon Sinn bei der Tiefe, die man an Möglichkeiten da hat. Also, logisch. Ich glaube, das Problem ist einfach, das Problem ist, wenn du jetzt kompetitiv Necromunda spielen würdest, du nimmst eine Gang wie zum Beispiel Kador und gibst all deinen Leuten eine Waffe. Und zwar, das wäre zum Beispiel die Armbrust. Oder du gibst jedem deiner Gänger immer nur einen Granatwerfer. Und dann fängst du an zu schießen und dann machst du andauernd Schablonenschaden und die Gegner sind einfach immer niedergehalten und du machst einfach alle platt. Das ist, glaube ich, nicht der Weg, den Necromunda gehen will und sollte. Und das meine ich eher damit, dass man das vielleicht nicht unbedingt kompetitiv sehen sollte. Ne? Also ich glaube, da geht es auch so ein bisschen um die, ja, um die Vernunft der Spieler, dass es halt einfach Spaß machen soll und auch jedem Beteiligten. Ne? Wir hatten den Kandidaten ja schon mal. Ja, aber ich glaube, er ist da auch auf einem guten Weg mit seiner neuen Gangwahl. Wird das, glaube ich, cool. Grüße gehen raus an Begerchen, ne? Ah, wir meinen das nicht so, Beger. Genau. Nein, so ist es. Ja, dann kommen wir mal zu dem Neuesten, was es jetzt so gibt, ne? Und das ist halt auch nochmal eine mega geile Erweiterung. Es zieht, sage ich mal, Necromunda aus der Makropole raus in die Ashways, also die Gebiete zwischen den einzelnen Makropolen. Auch mega geile Erweiterung. Hat mich auch total gefreut, dass die rauskam, weil es das ganze Ding nochmal um Fahrzeuge ergänzt. So ein bisschen so in die Richtung Gorka Morka, wer es von euch noch kennt. Und da kam neben dem Spielset kam halt auch nochmal dieses Wastelands, das Book of the Outlands dazu, das neben den besagten Gangs halt jetzt auch noch die Regeln für Fahrzeuge und Crews einführt. Und auch den Wasteland Workshop, der euch ermöglicht, komplett individuelle Fahrzeuge zu bauen. Also ihr könnt da theoretisch mit Landtradern rumfahren. Und es gibt für alles Regeln. Es gibt quasi ein leichtes, mittleres und schweres Chassis. Dann hast du Panzermöglichkeiten, dann hast du Waffen, Bewaffnung, Ausrüstung. Ja, so ein bisschen so Richtung Mad Max auch so. Das ist eine ziemlich coole Erweiterung. Wir haben sie bis jetzt noch nicht gespielt. Von dem Ablauf ist es eigentlich so gemacht, dass man im Prinzip seine Standard-Grundgang quasi behält. Seine 1000 Credits hat man immer noch. Und man kriegt aber 400 extra Credits, die man aber nur für Fahrzeuge und Crews ausgeben darf. Also man kann natürlich das nach oben erweitern und könnte jetzt auch 800 Credits für Fahrzeuge und Crews ausgeben und dann die entsprechenden 600 Credits nur noch für deine normale Gang. Aber so ist das Spiel eigentlich vom Konzept her. Ja, und wie gesagt, einfach eine mega geile Erweiterung. Wir wollen es jetzt aber erstmal so machen, wir starten ganz normal mit dem klassischen Necromunda und ja, dann später, wenn es allen gefällt und alle cool damit sind, gehen wir vielleicht mal auf die Straße. Die Wüste. Genau, ab in die Wüste. Aber Straße, so der urbane Bereich, also das ist ja jetzt nicht auf die Wüste beschränkt, ne? Also Gottes Willen, Nein. also da. Also wie gesagt, man kann alles darstellen mit Necromunda. Ne? Da ist der Fluff halt einfach, der lässt da alles zu und der ist auch da hinreichend ungenau, um das im Prinzip so zu ermöglichen dem Spieler. Also die Grenzen sind einfach nicht da. Ne? Ich glaube auch zukünftig, es werden noch Mutanten rauskommen. Wahrscheinlich kommt auch irgendwann eine Ork-Gang raus, weil Orks gibt es ja auch auf Necromunda. Wie sieht es aus mit der Spielfeldgröße nochmal ganz kurz vielleicht? Das war also die Leute, die jetzt vielleicht keinen normalen Spieltisch für 40K oder AOS zu Hause stehen haben. Ja,
Ja, es ist ja so eine Sache. Also das klassische, es gibt ja die zwei Möglichkeiten. Beim klassischen Necromunda gibt es ja entweder dieses 2D-mäßige und oder das 3D-mäßige. Bei dem 2D ist es halt so mit diesen Platten, 12x12 Zoll, und davon legt man im Prinzip so viele an, wie das Szenario vorgibt. Und bei dem, was wir aber jetzt spielen, das 3D-mäßige, ist eigentlich empfohlen 48x48 Zoll. Wobei aber größer oder kleiner geht. Das heißt, wir werden zum Beispiel auf 36x36 Zoll spielen. Acht Platten quasi dann, ne? Neun. Also neun Ach Platten, so, ja. klar, wir haben ja 36 mal 36, logisch, Genau. okay, ja. Und das Spielfeld von Ashways ist auch genau 36x36. Ach ja, siehst du, okay. Genau. Aber es gibt ja auch, wie gesagt, es gibt ja auch diese, das hatten wir mal gespielt in dem Video. Wenn euch das interessiert, guckt mal, wir haben mal ein Video gemacht, so Einführungsszenarien für Necromunda. Gab es mal in einem White Dwarf. Da hat man ungefähr die Hälfte der Spielfeldgröße gehabt. So kann man Necromunda halt auch spielen, ne? Für ein schnelles Matchup zwischendurch. Verlinke das einfach mal hier unten in die Videobeschreibung, dass ihr da direkt nochmal drauf kommt. Ist älter, aber ja, bevor die Genau. nächsten kommen. Ja, und dann auch mit deutlich mehr Plattengelände und hoffentlich bemalten Gangs. Ja, das sollte bei der Anzahl an Modellen kein Problem sein, ne? Für jeden da mal ein bisschen was zusammenzumalen, denke ich. So ist es, ja. Genau. Ja, das, und ich meine, da werden wir natürlich später auch nochmal drauf eingehen, aber du hast das ja auch schon mal gesagt mit diesen kleinen Gangs. Also logisch, die eine Gang ist eher so Massenmodell orientiert, dann gibt es andere Gangs, dann rennt man da wahrscheinlich nur mit 5 Leuten rum oder so, aber ich sag mal, das bewegt sich immer so maximal 10, 12 Figuren, maximal, ne, irgendwo. Und also das kann jeder bemalen irgendwie mal, ne? Ja, oder wenn dann mal so ein Modell in der Kampagne oder zwei dazukommen, dann hat man halt die Erweiterungen dann relativ schnell gemacht, ne? Dann hast du halt, wenn du einen Grundstock an Gangs, an einer Gang hast, dann hast du halt wirklich, dann brauchst du vielleicht mal ein neues Modell dazu und so weiter, ne? Oder man, also es ist vom Malaufwand ist es überschaubar. Wie gesagt, genau das Gegenteil ist der, wenn man es, wobei auch das, man kann die Kommunen ja auch so einfach oder komplex darstellen, wie man will. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch mit Schuhkartons quasi das Gelände vortäuschen, sage ich mal. Aber je detaillierter und mehr Bock man hat, dann ist halt der Geländebau genau das Gegenteil. Da hast du dann der Aufwand ist dann nicht mehr in Grenzen zu setzen, ja. Ja, und da gibt es einige Instagram-Kanäle, wo die Leute einfach Dinge dahin zaubern. Also gibt selten irgendetwas, was mich so beeindruckt hat in dem Bereich wie die Typen dann. Ne? Also gerade, wie heißt der ganz bekannte? Zum Beispiel Slave to the Whip Ganz genau ist der. ein sehr krasser Australier, der da mega Zeit investiert und auch Geld. Völlig irre, der Typ. Aber auch einige andere, ne? Grimdark, irgendwas, Compendium, die machen da schon mega geilen Scheiß. Definitiv. Und da, also da stelle ich, da, also es ist halt wirklich, man kann sich da so in dem Spiel in so eine Welt versetzen, wo man dann einfach echt so krasses Spielerlebnis hervorrufen kann, glaube ich, wie sonst echt, ja, schwer bei einem anderen System, ne? Also gerade, also ich meine, wir haben ja auch schon damit angefangen, dass man sich so kleine Poster ausdruckt und die dann irgendwie mit Leim, wie auch immer, dann auf die Dinger macht und wenn man Ja. gerade, wenn man auf diesen Grimdark-Stil alles ein bisschen verrostet und nicht geleckt und neu und frisch lackiert und so, also das ist so krass, was man da alles machen kann und also mich beeindruckt das sehr. Also ich habe ja auch mit dem Plattenbau schon mal begonnen. Das ist leider alles, ja, muss mal alles überholt werden nach dem Umzug, aber das werde ich auf jeden Fall auch nochmal forcieren. Also wir haben da einige Pläne oder ich habe da auch einige Pläne, die ich auf jeden Fall nochmal in die Tat umsetzen möchte. Ne? Das ist, also, weil halt einfach, es gibt keine Grenzen. Ne? Wenn einen irgendwas interessiert, dann kann man das irgendwie adaptieren auf diese Underhive-Welten. Ne? Das ist super geil. Absolut. Ja,
So ist es. Das war's. Genau, das war's erstmal. Also ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen einen Überblick verschaffen, was gibt es aktuell alles von Nekomunda, wie könnt ihr den optimalen Einstieg wagen. Ansonsten kommentiert uns gerne mal, was ihr gerne sehen würdet, wenn ihr Fragen habt oder wozu wir Videos machen sollen, gerne in die Kommentare hauen. Und ansonsten ne, liken, abonnieren, kommentieren, wie immer. Ganz genau. Und dann sehen wir uns hoffentlich möglichst bald mit dem nächsten Video, ne? Der Plan steht. Ist noch einiges, was da kommt jetzt. Genau, hoffentlich. Machen wir so. Cool. Vielen Dank, Cool. Flo. Ich freue mich auch Danke sehr auch. auf die nächsten Videos. Wir werden das, glaube ich, so in dem Stil hier weitermachen. Und cool. Dann hoffen wir natürlich, ihr hattet auch Spaß. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Alles klar, bis dahin. Ciao. Tschüss.